Die Voith Arena in Heidenheim ist heute der Mittelpunkt des Abstiegskampfs. Auf dem Schlossplatz geht es nämlich für 1860 München um alles oder nichts. Entweder geht es in die Relegation oder man kann sich dann doch noch in allerletzter Sekunde ans rettende Ufer kämpfen. Die Stimmung hier im Stadion ist total angenehm. Und dazu muss man sagen, der FCH hat keine Ultras. Also da stehen zum Beispiel Familien in der Fankurve. Ja, die Stimmung ist nicht ganz so geil, aber trotzdem gefällt es mir sehr, sehr gut. Tja, für Ärger sorgen dagegen die Gäste. Wahnsinn. Da vorne im Block sind ein paar 60er, also unter den Heidenheim-Fans, weil sie woanders keine Tickets mehr bekommen haben, haben jetzt provoziert und jetzt geht's schon wieder weiter. Überall Securities, alle prügeln sich. Sorry. Genau für diese Fans ist das Video gewesen, das ich vor ein paar Wochen bzw. ein paar Tagen gemacht habe. Es ist eine absolute Katastrophe. Das hat nichts mit Fansein zu tun und bitte Leute, nehmt euch daran kein Beispiel. Bei so Szenen wird mir einfach nur schlecht. Polizei war vor Ort und jeder einzelne Fan von 1860 da im Block wurde aus dem Stadion geschmissen. Leider lernen so Leute nichts aus ihren Fehlern und meinen, ja, das wäre doch die Fankultur. Ehrlich, die benutzen den Fußball nur, um ihren Frust rauszulassen. Sie schaden dem Sport, den wir doch alle lieben. Und deshalb sage ich, so Leute haben im Stadion einfach nichts zu suchen. Gleiches gilt auch für Pyro. Erst wird im Löwenblock gezündelt und dann wird es auf den Platz geworfen. Versteht es doch mal bitte, so schadet ihr eurem eigenen Team. Als Spieler kommt man auf den Platz, will Gas geben. Tja, dann fliegt aber Pyro aufs Spielfeld und der Anstoß verzögert sich. Der Druck fällt ab und man steht eben nicht mehr ganz so unter Adrenalin. Und deshalb war die erste Halbzeit auch ohne Highlights. Tja, die zweite Halbzeit fängt dann so wie die erste an. Und zwar mit Pyro. Dieses Mal gehen die Spieler von 1860 sogar zu ihren Fans, um zu zeigen, hört doch bitte mit diesem Mist auf. Gebracht hat's natürlich nichts. Das Spiel wird dann immer besser und es gibt auch einige Chancen. Aus dem Spiel heraus passiert wenig, nur Standardsituationen helfen. Das 1:0 macht dann 1860 München. Unfassbar! Sollte es so bleiben, bleiben die Löwen in der zweiten Bundesliga. Der Abstieg wäre also absolut vom Tisch. Jetzt wird's aber richtig verrückt und dafür gibt's meinen, Live-Kommentar. Wenige Sekunden vor dem Ausgleich hat Arminia Bielefeld auch das 1:1 erzielt. Heißt, jetzt wäre 60 wieder auf dem Relegationsplatz. Ja! Komm, jetzt lauf! Lauf, Junge! Lauf! Die letzte Szene, das Spiel ist aus, der 1. FC Heidenheim dreht die Partie und gewinnt mit 2:1, völlig verdient. So Emotionen hatte ich im Stadion wirklich lange nicht mehr, ein absolutes Auf und Ab. So muss ein Saisonfinale sein, geil. In der Relegation trifft jetzt 1860 auf Jan Regensburg und eins steht fest, im bayerischen Derby wird's richtig heftig.